Hallo und herzlich willkommen mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit der neuen Combiner Wars Serie von Hasbro und hier mit Voyager Optimus Prime. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erst sehr skeptisch über die neue Transformers Combiner Wars Line, aber sie ist einfach fantastisch. Die Figuren sind sehr schlicht gehalten und trotzdem hat man wirklich dieses komplette, ich sag mal so schön, Generation 2 Feeling. Das heißt, Generation 2 war damals noch dieses der erste Versuch von Hasbro, von diesem klötzchenartigen, klotzähnlichen Transformers in Richtung Balljoints zu gehen, mit beweglichen Gliedern etc. Und diese Figuren jetzt, die Combiner Wars, gehen wieder ganz strikt in diese Richtung und ich bin hellauf begeistert. Ich kann es euch einfach nur so sagen. Mit der Hilfe von Hasbro, hier nochmal vielen Dank an Hasbro und die zuständige Person, habe ich einige Figuren bekommen, der aktuellen Combiner Wars Figuren und auch von den RIDs 2015. Ich werde euch natürlich hier nochmal einige Infos und auch Reviews zugutekommen. Und mal gucken, was ihr davon haltet. Wie gesagt, ich bin mehr als begeistert und die ganzen Fehler, die Hasbro in der Vergangenheit gemacht hat, also Hasbro Amerika, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, weil Hasbro Deutschland ist nur ein Vertrieb quasi und stellt die Figur nicht her, hat damit auch nichts zu tun. Guckt es euch einfach mal an. Die Figuren sind, wie gesagt, einfach nur spitze und sie haben sogar diesmal wirklich einige Details angebracht, die damals gefehlt haben. So, bevor wir jetzt aber hier zu diesem ganzen Extra kommen, zeige ich euch einmal erstmal die Figur, wie sie original verpackt natürlich ist. So, wir haben hier jetzt einmal Optimus Prime in der Verpackung, in einer schönen Blisterpackung, hier oben mit den Kanonen, in einer kombinierten Fassung. Das heißt, beide Pistolen lassen sich verbinden zu einem großen Gewehr. Ja, die Figur wird selbst geliefert in einer schwarzen Packung, ähnlich wie die Movie 4 Line, nur eben anstatt weiß jetzt in schwarz. Gefällt mir richtig gut, also ich muss sagen, das Design passt. Man sieht halt hier richtig schön oben die Logos, sehr schlicht gehalten, trotzdem einfach nur episch. Sie wartet mit sehr vielen geilen Extras und auch kleinen Features auf, die mir sehr gefallen. Zum einen Hasbro ist weg hier von dem holographischen. Das finde ich aber auch ganz gut so. Zum anderen haben sie hier richtig geile Artworks. Sieht aus, als wenn es aus dem Comic übernommen wurde. Und hier haben wir dann einmal nochmal Optimus Prime an der Seite. Auch im Comic-Look. Episch. Gefällt mir absolut. Und hier unten sehen wir auch gleich. Optimus Prime ist hier Schritt 3 von 5, um Ultra Prime zu bilden. Das heißt, hier unten sieht man immer die einzelnen Komponenten, um quasi diese Gesamtfigur zu bilden. Optimus Prime ist hier in der Wave 1 enthalten, genauso wie mehrere kleine Figuren und die zweite Voyager-Figur Silver Bolt, um Superion quasi zu bilden. So, hier sehen wir jetzt einmal Optimus Prime die Rückseite. Einmal hier in groß. Wer möchte, kann es natürlich pausieren, um alles hier sich in Ruhe durchzulesen. Ansonsten haben wir Optimus Prime in schön groß mit den beiden Waffen und im LKW-Modus. Ein sehr schicker Modus, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn einige rummosern, weil er halt zu modern aussieht, aber eher in Richtung Bus als LKW. Mir gefällt er aber, ganz ehrlich. Und ansonsten sehen wir hier jetzt den kombinierten Modus in einem Röntgenbild quasi. Ich zoome gerade mal ran, dass ihr es näher seht. Optimus Prime quasi hier oben, wie er den Torso bildet und hier ein Stück vor der Beine. Und dann haben wir hier noch die Superion Einzelteile und hier, ja, man mag es kaum glauben, Drax Trip, ein Decepticon. Und hier hat Hasbro Amerika wirklich einen absoluten Mist gebaut, denn wir haben hier einmal Skydrive, Alpha Bravo, der Helikopter, was schon ein bisschen merkwürdig ist, ein Helikopter bei Superion, aber okay, kommt gut rüber. Optimus Prime, hier Firefly und hier steht es nochmal extra, Decepticon Dragstrip. Das heißt, hier überall steht nicht Autobot drüber, aber hier steht Decepticon, um eindeutig zu zeigen, er gehört eigentlich zu einem anderen. Er bildet quasi in der Wave 2 den Arm von, oder das Bein von Motor Master, beziehungsweise Menasor. Und ja, er liegt komischerweise in Wave 1 mit dabei und wird auch hier oben quasi in der Verwandlung mit erwähnt. Komplett falsch, weil klar,
Ultra Prime und Superion sind eindeutig Autobots und da gehört kein Decepticon rein. Aber gut, macht nichts. Die Figuren sind einfach nur geil. Dann seid ihr, wie gesagt, ganz normal. Die Verpackung in schwarz gehalten, wieder mit Logo. Und unten drunter einfach nur ja Warnungen und so weiter und so fort, Copyrights. So, die Verpackung nehmen wir zur Seite. Wir haben natürlich die Figur hier schon einmal ausgepackt. Wir haben einmal hier die zwei Waffen. Einmal diese Waffe, die sehr stark an die Generation 1 Waffe von Optimus Prime erinnert. Gerade hier mit dem Barrel hinten dran. Und dann nochmal ein kleineres Gewehr. Beide Gewehre lassen sich miteinander verbinden, um ein großes Gewehr, ein Sniper-Gewehr oder wie auch immer zu bilden. Und was ich auch cool finde, diese, wenn sie nebeneinander hält, bilden sie einen Motorblock. Was schon ziemlich geil ist, auf jeden Fall. Und so lassen sie sich dann quasi auch hinten auf dem LKW platzieren. So, bevor wir aber dazu kommen, zeige ich euch jetzt einmal Optimus Prime. Wie gesagt, frisch ausgepackt. Einmal in seiner Roboter-Version. Sehr schön auf jeden Fall. Und als nächste Beilage, sehr ungewöhnlich, muss ich sagen, diese Packungsbeilage, die auch gleichzeitig die Bedienungsanleitung ist. Was jetzt hier so ungewöhnlich ist, ist die Zeichenart. Das heißt, die Figuren sind im Cartoon-Look quasi als Anleitung hier abgebildet. Und auch hier innen drinne als Cartoon. Finde ich persönlich sehr geil. Das heißt, sie ist einfach nicht nur abgezeichnet, wie es früher der Fall war, sondern wirklich übelst geil im Cartoon-Look. Und das macht natürlich bei der Figur auch echt was her. Ja, und ansonsten haben wir dann hier noch auf der anderen Seite noch die Rückverwandlung. Beziehungsweise den Combiner-Modus, um hier die komplette kombinierte Fassung von Ultra Prime zu bilden. Sehr schön auf jeden Fall. Da gehen wir auch gleich auf die Verwandlung ein. Und ansonsten als Packungsbeilage haben wir hier noch eine sehr feste, ich würde jetzt sagen, es ist eine Pappe. Aber trotzdem wirkt es fast wie Plexi. Oder jedenfalls laminiert eine Karte von Optimus Prime mit einem schönen Artwork und hinten drauf ganz normal Generations Transformers mit dem Logo. Übelst geil, dass sie endlich hier mal wieder solche Karten beilegen. Das Einzige, was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass hier kein auf der Rückseite kein Powerstrip drauf ist, wie stark, wie intelligent und so. Das fehlt leider. Das haben sie komplett rausgenommen, macht aber nichts. Wie gesagt, haben sie echt wieder sich übertroffen, dass sie sowas wieder bringen. Ja, und ansonsten nur ja, so ein Zettel mit Sicherheitshinweisen. Braucht keiner. So, jetzt kommen wir mal zu der Figur im Detail. Wir haben hier Optimus Prime mit einem sehr schicken Kopf, sehr schlicht auch gehalten, auf einem Balljoint. Kommt echt gut rüber, das heißt, runtergucken kann er gut. Einziger Nachteil ist, er kann nicht hochgucken. Das heißt, wenn man den Kopf normal hat, war es das auch schon. Wenn ihr ihn ganz hoch macht, ja, verliert er seinen Kopf. Ansonsten auch ziemlich cool, dass er jetzt an jeder Schulter hier die Autobot-Symbole hat. Sie wirken wie Sticker. Man fühlt sie auch wie Folie. Es sind also wirklich extrem dünne Folien, die aufgeklebt wurden. Endlich wieder Sticker, nicht aufgedruckt. Perfekt. Hasbro, hier habt ihr euch wirklich übertroffen. Absolut super. Die Details, ihr seht sie selbst hier unten, sind auch übelst geil. Auch wenn er sehr flach hier vorne wirkt, macht die Figur echt was her. Dann haben wir hier den Frontgrill im Arm verbaut. Hat auch was, gefällt mir. Die Arme sind sehr bullig. Er wirkt leicht Gorilla-mäßig, da die Arme wirklich extrem weit runtergehen. Aber allgemein wirklich, ja, es passt ins Bild. Definitiv. An der Seite sehen wir hier noch so ein paar kleine Details. Ist auch sehr schön mit der ganzen Technik drin. Hier hinten das Backpack, quasi wie der Brustkorb. Das wird der Brustkorb quasi von dem Ultra Prime. Hier hinten noch, das wird quasi der Lendenschurz. Die Beine sind auch sehr schön gestaltet. Kein Hohlraum hinten vor allem. Echt super. Die Räder hätten vielleicht mit Silber innen drin die Felgen dargestellt werden können. Macht aber nichts, sie sind komplett schwarz, sieht trotzdem gut aus. Ja, und ansonsten hier vorne silbernes Paintjobs und hier oben mit Gold mit drinne und die ganzen Zahnräder etc. Echt geil. Die Beweglichkeit der Figur ist enorm. Das heißt, wir haben wirklich hier eine super geile Beweglichkeit überhaupt. Ein Hüftgelenk, Kniegelenke,
Ihr könnt die, die Oberschenkel auch bewegen. Ihr hört selbst ein extrem festes, wie so ein Rastergelenk. Extrem fest. Muss aber auch sein für die Verwandlung zu Ultra Prime. Jetzt ist mir hinten leider der Lendenschutz abgegangen. Das ist aber nicht schlimm. Den kann man einfach wieder dran stecken. Ist also alles steckbar in dem Sinne. Das heißt, es kann nicht mehr so leicht was kaputt gehen. Die Figur ist gehalten in einem leicht verwaschenen Rot. Das heißt, ihr habt so einen leichten Weißstich mit drin. Macht trotzdem wirklich was her. Die Rückseite gefällt mir nicht ganz so sehr. Jetzt nicht wegen dem Aussehen, sondern es ist ein mattes Plastik überall, aber hier hinten ist es ein hochmetallenes, lackiertes Plastik. Wirkt leicht wie Glas oder wie Metall, was einfach mal lackiert ist. Das passt jetzt nicht ganz so sehr. Ansonsten, wie gesagt, macht das eben keinen Abbruch. Super geile Figur. Die Waffen selbst könnt ihr, wenn ihr sie jetzt zwischenlagern wollt, einfach hier hinten in die Füße schieben und quasi so einfach zwischenlagern. Fällt von vorne nicht auf und sie sind gut platziert. Ja, die Beweglichkeit in den Armen. Ihr habt ein ganz normales Schultergelenk, könnt die Arme also um 360 Grad drehen. Ein Ellenbogengelenk, um den Arm um 90 Grad zu drehen. Ein seitliches Drehgelenk, um den Arm komplett drehen zu können. Auch mit vorhanden. Die Fäuste sind leider fest. Die lassen sich auch nicht drehen, was ein bisschen schade ist. Hat aber was mit der Transformation zu tun. Denn hier habt ihr den Connector für die kleinen Roboter, um quasi den Arm zu bilden. Und da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Jetzt schauen wir uns aber mal die Transformation an zum Fahrzeug. Die ist relativ simpel. Und trotzdem muss ich sagen, für manche vielleicht ein bisschen zu komplex. So, ganz einfach, ihr nehmt den Kopf, drückt hier an der Seite, auf egal eigentlich welcher Seite rein, und dreht einmal den Kopf nach innen. So, zum Vorschein kommt ein schönes Autobot-Symbol für das Dach, finde ich auch edel. So, dann dreht ihr hier vorne einmal das Teil rum, dreht hier vorne den Frontgrill nach vorne, dann dreht ihr das mit der anderen Seite genauso. Dreht es nach vorne, dreht es so nach vorne. Verbindet das Ganze. So. Verbindet jetzt hier vorne an diesen kleinen Packs die Arme miteinander. Und lasst es jetzt natürlich erstmal so. Als nächstes dreht ihr hier hinten erstmal die Waffen raus. Das ist ganz wichtig. Die Beine nach oben, oder wie gesagt die Füße. Verbindet beides miteinander. Dann könnt ihr den Brustkorb mal öffnen. Hier seht ihr übrigens den Ultra Prime Kopf. Um diesen Lendenschutz richtig nach oben zu drehen, macht die Verwandlung deutlich einfacher. Und jetzt, ganz wichtig, hier unten, der ganze Brustkorb von Optimus Prime wird nach hinten geklappt. Dazu dreht ihr, wenn ihr hier in diesen Lendenschutz, hier ist ein Doppelgelenk drin, hier dieses graue, dreht ihr gerade und klappt es einmal runter auf die Beine und klappt jetzt diesen kompletten Brustkorb einmal, ihr seht selbst, nach hinten. So. Dreht dann die Füße nach unten. Klappt das so ineinander, dass jetzt die Beine anstatt hier gerade wie so ein L bilden, so gezackt. Dreht jetzt wieder natürlich den Brustkorb von Ultra Prime zu. Muss natürlich aufpassen, dass es hier vorne auch in die Packs richtig zusammengeht. Dreht jetzt dieses Teil nach oben. Dreht jetzt die Beine nach hinten. Jetzt wird es ein bisschen knifflig. Ihr nehmt die Arme. Denkt dran, ihr müsst aufpassen, dass die auch zusammenbleiben. Die Packs halten leider nicht so fest, wie sie sein sollten, was ein bisschen schade ist. Dreht jetzt das Ganze einmal so herum. So. Und jetzt, ganz wichtig, achtet darauf, dass hier diese Rückenplatte auch wirklich nicht so da drüber ist, sondern dahinter. Sonst brecht ihr euch auf Dauer hier diese Platte ab oder lasst den Lack abplatzen. So, jetzt nehmt ihr diese Seitenklappe und drückt die einfach nach oben und drückt sie rein. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. So, verbindet es miteinander und schon habt ihr Optimus Prime in seinem LKW-Modus. Ziemlich cool. Und ihr könnt natürlich auch noch die Waffen hier verstauen. Das zeige ich euch gleich. So, jetzt kommen wir erstmal zu den Details, um die Figur mal so ein bisschen näher euch zu bringen.
So, wir haben jetzt einmal, wie gesagt, Optimus Prime. An der Seite sind die Fenster silber bemalt. Vorne ebenso. Das Einzige, was ich jetzt schade finde, ist, dass hier in diesem Seitenpanel die Fenster nicht bemalt sind. Das heißt, hier in dem Bereich und hier ist keine Bemalung drin. Das fehlt, finde ich, ein bisschen schade. Aber okay. Ansonsten ganz normale rote Markierung. Hier sind leider keine Streifen dran, wie wir es bei Optimus Prime kennen. Ist aber, denke ich mal, zu verkraften, denn ich denke mal, das ist ja auch ein komplett neues Design. Und spielt auch in einem etwas anderen Universum. Und ich denke mal, aus diesem Grunde sieht auch Prime ganz anders aus. Ja, ansonsten haben wir den schönen Übergang von, und auch schön abgetrennt, von Rot zu Blau, wie wir es halt bei Optimus Prime kennen. Auf der Rückseite immer achten, dass der Brustkorb auch verschlossen ist. Der geht gerne mal auf. So. Ansonsten haben wir hier hinten die Füße. Hier finde ich fehlen leider so ein bisschen die Bremsleuchten und die Rückleuchten. Das könnte man aber, wenn, auch noch mit reinpainten. Das ist kein Problem. Ansonsten, wie gesagt, schwarze Räder. Ich sehe gerade, ich habe einen kleinen Fehler gemacht hier unten. Hier ist ein kleiner Connector, der wird noch hier mit reingedrückt. Das habe ich jetzt vergessen, um dem Ganzen mehr Halt zu geben. So, jetzt ist es aber richtig. So, ansonsten vorne habt ihr Optimus Prime einen schönen Frontgrill. Goldene Lichter. Der Frontgrill geht hier unten noch weiter. Hier haben wir Einschubdüsen, finde ich sehr modern. Sieht cool aus, auf jeden Fall. Und obendrauf haben wir, wie gesagt, das Autobahn-Symbol und den Torso, der immer wieder auseinander geht. Das ist, nervig. So, das ist ein kleiner Fehler im Design, finde ich, dass hier hinten dieses Rückenteil sich nicht richtig schließen lässt. Kann aber auch sein, dass ich vielleicht irgendwas bei der Transformation falsch gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, nein. So, mal kurz gucken. Nee, das ist eigentlich alles richtig. Okay, mal schauen. Nee, ist alles richtig. Also das kann auch sein, dass ich ein Montagsmodell habe, wo es einfach nicht richtig sich schließen lässt. Ja, ansonsten, wie gesagt, das ist Optimus Prime jetzt in seinem Truck-Mode. Ihr könnt natürlich hier noch die Klappe nach oben drehen. So. Das ist jetzt essentiell wichtig, um die Waffen zu verstauen. Die Waffen könnt ihr jetzt auch noch reindrehen, indem ihr jetzt sie quasi einfach hier reinstopft. Das Schöne ist, es ist ein wie eine 8 geformter Plug, den ihr unten auch seht. Jetzt so eine kleine Kufe außen. Und dadurch lässt die Waffe auch nicht drehen. Das heißt, wenn ihr sie reingesteckt habt, bleibt sie auch fest in Position. Jetzt habt ihr hier quasi wie einen Motorblock, was ich auch ziemlich cool finde. Das heißt, die Rohre gehen quasi hier rein. Und hier hinten sind die Auspuffrohre. Klar, er hat hier auch welche, aber soll es quasi darstellen, wie ein Motor. Er ist wahrscheinlich ein Dragster, was ich ganz cool finde. Er hat aber auch die Möglichkeit, die Waffen, wenn ihr die abnimmt, auch hier hinten zu platzieren, in dem hinteren Pack. So zum Beispiel. Oder ihr könnt natürlich, was ihr auch machen könnt, hier hinten einen LKW-Anhänger zum Beispiel reinpinnen. Das geht. Ich habe es schon ausprobiert. Der Armada-Anhänger funktioniert zum Beispiel. Das passt. Ja, und ansonsten bringen wir jetzt einfach mal Optimus Prime in die Combiner-Version. Die Combiner-Version, das heißt den Oberkörper, den zu verwandeln, ist relativ simpel. Wichtig dafür ist Ausgangspunkt ist der Robotermodus. Das heißt, ihr klappt hier wieder die Seitenpanels auf, klappt sie runter, das gleiche hier, dreht anschließend die Arme nach unten, so, dreht jetzt die Beine nach unten, anschließend dreht ihr hier den Lendenschutz nach unten. Und jetzt dreht ihr hier diese ganzen Beine im Simultanen nach vorne drehen, der Beine nach unten. So, dass ihr es jetzt so habt. Anschließend, ganz wichtig, den Brustkorb hier öffnen. So. Er lässt sich nicht weiter öffnen, nur so. Dann dreht ihr einmal den Optimus Prime Kopf nach oben. Und jetzt, ganz wichtig, dreht ihr den kompletten Kopf nach hinten und bringt die Matrix der Leadership quasi zum Vorschein.
im Design von damals dem Energon Prime. Finde ich wirklich cool. Auch der Kopf ist echt super gelungen. Überdimensional große Funkrelais oder auch Platten. Trotzdem echt geil. Also episch. Mir gefällt der Kopf überdimensional geil. Er ist halt wirklich eine Ultra-Version. So, anschließend dreht er jetzt hier die Arme ganz normal, wie in einem normalen Prime-Modus nach vorne. Lass die an der Seite einrasten mit diesem Pin hier von den Seitenspiegeln. So, anschließend die Arme nach oben winkeln. Und jetzt habt ihr hier einen Pin und hier diese kleine Vertiefung. Da dreht ihr jetzt einfach den Arm nach innen und lasst es hier einrasten. Na. So. Und dreht jetzt die Fäuste von Optimus Prime einfach nach hinten. So, um hier diesen Connector-Slot quasi freizugeben. Das gleiche macht ihr jetzt hier. Dreht quasi einfach den Arm nach oben. Lasst den hier einrasten. So. Und dreht jetzt die Faust nach oben. So. Fast fertig. Jetzt wichtig, extrem wichtig, hier diesen Lendenschutz nach oben klappen, reinklappen und dann gleichzeitig wieder runterklappen, dass es so aussieht. So, am besten klappt ihr es so dahinter, das ist dann besser für die Transformation. So, das heißt, dass die Klappen vorne sind. Anschließend nehmt ihr hier die Füße. Okay, jetzt habe ich einen Schritt übersprungen. Wenn ihr, bevor ihr den runterklappt, dreht ihr bitte einmal den Brustkorb einmal so rum, dass die goldenen Teile hier vorne an der Hüfte vorne sind. Jetzt klappt ihr das rum. So, genau. Jetzt anschließend klappt ihr es einmal so nach vorne. Dreht die Füße nach innen. Jetzt dreht ihr hier die Füße nach außen. So. Jetzt gibt es hier diese Panels, die klappt ihr nach oben. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt ist hier ein Pin und hier ist ein Schlitz, die müsst ihr miteinander verbinden. Das heißt, ihr klappt die Beine noch einen Zacken auseinander, so, und verbindet das hier miteinander. Das gleiche hier. So. So. Und jetzt habt ihr quasi den soliden Prime-Oberkörper, um ihn so mal zu zeigen. Das erinnert mich sehr stark an Ultra Magnus. Aber ansonsten wäre das jetzt quasi Prime im Combiner-Modus. Und jetzt zeige ich euch gleich natürlich auch noch, wie es weitergeht, wenn ihr die Abonnenten anpackt oder ansteckt. Vorher müsst ihr allerdings noch hier die Waffen miteinander verbinden, um den Ultra Prime das Rifle-Gewehr quasi zu bilden. So, und dann wollen wir jetzt einfach mal zu den kombinierten Versionen der anderen Transformers kommen. So, um jetzt einmal zu dem ersten Teil zu kommen, nehmen wir jetzt einmal Skydive. Der wird jetzt quasi der, ich muss gerade mal überlegen, der rechte Arm. Das ist ganz einfach. Ihr dreht einmal hier hinten die Rückenblende nach hinten. Dreht hier dieses komplette Teil so nach vorne, dass es hier nach vorne starrt. Dreht am besten das Gesicht von Skydive immer nach unten, sonst nervt es definitiv im Robotermodus des Kombinierten. Dreht jetzt die Klappe wieder so nach vorne. So, anschließend, jetzt muss ich gerade überlegen, dreht ihr die Flügel nach hinten und drückt die Füße zusammen. Klappt hier vorne die Rückenteile nach hinten der Füße, klappt die Füße nach innen. Na. So. Klappt jetzt die Füße zusammen. Heute will er irgendwie nicht so richtig. So. Klappt jetzt die Füße und die Panels wieder zusammen. So. Nehmt jetzt die... Das heißt, es wird der Fuß, fällt mir gerade auf. Ja. Nehmt jetzt hier dieses komplette Teil. Dreht es komplett nach unten. Als wenn ihr ihn quasi zum Flugzeug verwandelt. Packt die Arme unten an den Füßen an. Das gleiche hier.
jetzt runter, pinnt die Arme an den Füßen an. Na, so. Dreht natürlich jetzt das Teil wieder nach oben, weil wir wollen ja auch die Füße. Und da passt es dann nicht. Dafür solltet ihr dann aber auch den Kopf wieder richtig drehen. Das war mein Fehler vorhin. So. Packt den Fuß so an. Klappt die Flügel nach vorne. Und jetzt habt ihr hier den Fuß bzw. die Hand. Und steckt die einfach jetzt hier unten rein. So. Das ist der erste Fuß. Jetzt geht's weiter zum nächsten. Als nächstes kommen wir zu Firefly. Firefly wird der linke Arm. Von der Draufsicht her ist er recht. Das heißt, ganz simpel, wir lassen die Beine so, wie sie sind. Klappen aber hier einmal das Rückenmodul auf. Drehen das so. Am besten, wie ich es schon vorhin eigentlich meinte, den Kopf einmal rumdrehen, zusammenklappen. So. Und jetzt die Arme hochklappen, nach hinten klappen und jetzt einmal rumdrehen und nach unten. So, das gleiche nochmal hier. Einmal nach oben, rum, wie rum, wie auch immer und einmal so rum. So, das ist jetzt fast fertig. Jetzt drehen wir einmal die Beine, stecken wir das mal richtig zusammen hinten. So, jetzt drehen wir einmal das Ganze rum. So, und jetzt haben wir diesen Fuß quasi von ihm. Jetzt machen wir das so, wir drehen hier innen drinne die ersten Finger raus, drehen das Ganze so rum, drehen die Arme ein bisschen den Daumen nach oben und knicken ihn rum. Dann haben wir jetzt die erste Hand. So, und die stecken wir jetzt hier unten dran. Der erste Arm ist fertig. Und jetzt kommen wir zum... So, als nächstes folgt Alpha Bravo. In meinen Augen eigentlich mit der beste des ganzen Teams, vom Aussehen her. Ist auch ziemlich simpel. Er wird jetzt, wenn ich das so richtig gesehen habe, Moment, der Fuß. Das heißt, der letzte Fuß. Das ist ganz simpel. Ihr öffnet einmal hinten das Rückenpanel der Füße. Klappt das war mein Handy. Dann klappt ihr hier die Füße einmal hinein. So. Bringt jetzt die Panels wieder zusammen. Will heute irgendwie nicht so richtig. Ah ja, umdrehen, genau, das habe ich vergessen. So, bringt es einmal zusammen. Lasst ansonsten die Füße ganz normal, dreht hier dieses ganze Panel einmal herunter, den Rotor lasst ihr dann oben, das ist relativ wichtig, so. Anschließend dreht ihr hier den Connector nach oben, so. Die Arme, die bringt ihr einfach hier an der Seite an. So, na, will er heute nicht, so. Das ist jetzt eigentlich schon der ganze Fuß. Den nehmt ihr jetzt diesen Fußpack, steckt ihn unten an. Fertig. Das ist jetzt der Fuß. Jetzt kommen wir natürlich zum letzten. So. So, und jetzt folgt der letzte. Das wäre Dragstrap, der eigentlich gar nicht zu dem Team dazugehört, da er ein Decepticon ist, aber zur Wave 1 gehört und leider auch bei der Packung mit erscheint, dass er mit dazugehören soll. Aber gut, ich tausche dann einfach durch das vierte Member dann im Team aus, wenn die Wave 2 erscheint. So, ganz simpel. Um ihn zu verwandeln, drehen wir einmal hier die Arme rein. So. Drehen jetzt den Kopf einmal erstmal rum. So. Drehen ihn jetzt einmal nach hinten. Den Connector drehen wir jetzt einmal nach oben. So, die Arme drehen wir auch nach oben. So, und ziehen die leicht nach unten. Anschließend verbinden wir hier die Beine miteinander.
aufpassen, dass es richtig knackt, dass auch wirklich alles miteinander richtig verbunden ist. So. Und jetzt drehen wir hier einmal den Torso rum und drehen das Ganze so. Anschließend können wir diesen Fuß nehmen und ihn quasi zur Hand verwandeln. Das heißt, wir klappen einmal hier die Hände raus, klappen hier das alles einmal rum, klappen den Daumen nach so, ist ja die andere Hand. Schon haben wir die Hand fertig und stecken die quasi einmal hier dran. Ich möchte euch gleich dazu sagen, ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, was mich auch ein bisschen irritiert hat. Ihr habt einmal einen Connector hier im Heckspoiler und wenn ihr den nach oben klappt, habt ihr hier nochmal einen Connector. Kommt da nicht durcheinander, das hat was mit dem Fußmodus zu tun. Dieser Connector wird für den Fuß benutzt und dieser wird für die Hände benutzt. Das heißt verbinden. So. Und jetzt haben wir quasi den Arm jetzt auch fertig. Und den können wir natürlich jetzt mit allen anderen Membern mit Optimus Prime verbinden. Das nehmen wir jetzt Optimus Prime. Und wir haben jetzt hier, hier, hier und hier die Konnektoren. Und die benutzen wir jetzt. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal Alpha Bravo. Schieben den hier unten in den Fußslot hinein. Nächsten schieben wir unten in den Fußslot hinein. Dann haben wir jetzt quasi die Füße schon komplett. Ziemlich mächtig und groß. Nehmen wir jetzt den einen Arm. Schieben den hier oben hinein. Nach unten dann einfach ziehen. Wichtig ist, ihr habt hier wie so eine Federung. Das heißt, immer schräg reinhalten, reindrücken und runterziehen. Damit die auch wirklich halten. Denn dann schiebt sich hier oben dieser Connector da drüber und versiegelt quasi die Figur. So. Das haben wir. Jetzt folgt der letzte Arm mit Dragstrap, der eigentlich ja nicht zum Team dazugehört. Und den verbinden wir jetzt auch. So. Ja, und schon haben wir jetzt Ultra Prime verwandelt. Komplett. Einmal nach hinten. So, und schon ist Ultra Prime fertig verwandelt. Eigentlich ein sehr schöner Combiner. Mir gefällt er auf jeden Fall. Er hat seine Schwächen, aber auch seine Stärken. Seine Schwächen sind unter anderem die Beine. Die Beine haben ihre Schwäche hier oben in den zwei Gelenken. Das Problem ist einfach, dass sie dadurch, dass sie ein L bilden, quasi sehr eingeschränkt sind von der Bewegung. Da auch hier vorne dieser, dieser Lendenschurz quasi das alles so ein bisschen blockiert. Nächstes Manko, was ich leider sehe, ist das Knie. Das heißt, ihr könnt das Bein nach vorne bewegen und hier unten das Knie bewegen. Das Problem ist nur, das Knie ist zu tief. Das seht ihr hier. Was ein bisschen merkwürdig quasi die Figur aussehen lässt. Aber ansonsten cool. Hier unten die Beine lassen sich leider nicht schräg swibbeln. Die sind fest. Ihr könnt höchstens sie zur Seite drehen. Und ja, die Arme sind dafür voll beweglich. Ihr könnt einmal hier den Arm um 360 Grad drehen. Die Beine sind hier an zwei Doppelgelenken durch die Füße, quasi von Dragstrap zum Beispiel. Könnt ihr nach oben anwinkeln, könnt ihn komplett bewegen. Also von der Beweglichkeit her auf jeden Fall kein Abbruch. Ihr könnt die Waffe zum Beispiel auch in die Hand geben. Dazu habt ihr hier vorne in dieser Faust, ich zoome es gerade mal ran, eine Möglichkeit, er hat hier vorne so ein kleines Loch. Dieses kleine Loch wird quasi benutzt, um dort die Waffe hineinzustecken. Sieht natürlich für den Anfang ein bisschen strange aus. Ihr könnt es aber leicht verdecken, indem ihr einfach hier die Faust einfach mehr bildet. Und schon hat er die Waffe richtig in der Hand. So. Finde ich, sieht ganz akzeptabel aus, auf jeden Fall. So, ansonsten habt ihr hier noch was auch ganz Schönes. Hier die Waffen vorne an den Fäusten dran. Das heißt, wenn ihr die Faust bildet, habt ihr gleichzeitig hier die Raketen bzw. Gatling Guns und so weiter dran. Ihr könnt natürlich auch untereinander austauschen. Ihr könnt auch zum Beispiel hier vom Fuß die Doppel-Gatling Gun nehmen und die ihm vorne dran packen. Und ja, ansonsten hat er hier oben, das will ich euch gleich nochmal zeigen, ein Balljoint im Kopf, das heißt, ihr könnt ihn richtig nach oben winkeln, nach unten winkeln, zur Seite drehen. Es ist alles möglich. Ist wie gesagt ein Balljoint. Ihr seht ihn hier jetzt nochmal. Sehr schön gemacht, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall für mich eine super Erweiterung des normalen Transformers-Sortimentes, dass man jetzt das quasi reingebracht hat mit den Combiner Wars. Und eine tolle Erweiterung auf jeden Fall für jede Sammlung. Und ich muss dir sagen, diese Figur hat zwar ihre Mankos mit den Beweglichkeiten, ansonsten gebe ich dieser Figur volle 10 von 10 Punkten. Gut, Manko, Dragstrip gehört nicht zum Team, das ist ein Decepticon, der gehört nicht zu den Autobots, dass sie ihn hier reingepackt haben, passt nicht. Warten wir es ab, wie dann der nächste Jet quasi hier den Platz dann einnimmt. Und ja, ansonsten von der Kolorisierung und von den Details eine super Figur. Sie hätten vielleicht 2, 3 Farbkleckse mehr reinbringen können, aber okay, ist nicht so schlimm. Ich finde die Figur super. Wer sie von euch zusammenbekommen will, sie sind jetzt gerade ganz frisch in den Handel gekommen. Im Januar 2015 hat es gestartet in ganz Deutschland. Wer sie bekommen will, sollte zuschlagen. Die Voyager-Figuren wie Optimus Prime oder Silverbolt liegen in etwa zwischen 33 und 39 Euro. Die einzelnen Member liegen in etwa zwischen 20 und 25 Euro, je nachdem. Wahrscheinlich aber auch günstiger zu bekommen. Alles in allem liegt die Figur so in etwa zusammen mit allem drum und dran bei 150 Euro plus minus null. Wer sie zusammenbekommen möchte, sollte sich aber auch wirklich ins Zeug legen, denn um beide Combiner, Menasor und Ultra Prime bzw. Superior zusammenzubekommen, braucht wirklich die kompletten Waves, Wave 1 und Wave 2. Da in Wave 1 halt, wie gesagt, Dragstrip mit dabei ist, in Wave 2 ist dann der letzte des Teams von Superior mit dabei, sollte also wirklich Ausschau halten, um alle Teams zusammenzubekommen. Ich kann es euch nur empfehlen. Ansonsten hoffe ich, das Review hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Abonniert mich, lasst mir ein paar Bewertungen da, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Rex4.